Hidayat und Jonasen. Etwas undänisch, das Doppel-S dabei, denn das Doppel-S spricht normalerweise dafür, dass es sich um einen schwedischen Namen handelt. Aber die EN-Endung wiederum macht klar, es ist doch dänisch. Hier hat er wieder ein bisschen weit ausgeholt und oi, schafft es in der Abwehr, das Ding noch nach Hause zu bringen. Das ist Konter-Badminton à la carte. Meine Güte. Klasse geholt von Jonas. Oh, und nochmal auf die gleiche Stelle. Jetzt. Yeah. Mal hat er auch nicht. Wird eine kleine Doppeleinlage gemacht. Ja, jetzt will keiner mehr wirklich hochspielen. Oh, oh. Sehr gut gekontert. Und jetzt muss er selbst hauen. Ganz genau. Ganz genau. Den Angriffsdruck erhöhen, denn Taufik Hidayat hatte begonnen, Gleiches zu vollziehen. Und da sehen wir es. Ein Cross-Fuß. Dann kann man starten. Nach vorne, nach hinten. Oh, oh. Sehr gut befreit aus der Situation. Und den super verzögert nach hinten. Jetzt fangen sie an zu zaubern. Auch wieder getäuscht. Schneller Cross-Drop. Und der Cross-Smash. Aber es geht weiter. Herrlich, der Ballwechsel. Und jetzt muss er zum Körper kommen. Oh, 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 oh. Und nun macht er einen Schuss. Oh, 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 oh. Ei, ei, ei. Und das 120 Meilen pro Stunde, das ist auch eine ganz wichtige Information für die deutschen Zuschauer. Ich kriegen. Also, naja. Die beiden machen das nicht. Die beiden machen das nicht. Die haben keine Zeit für sowas. Die machen richtige Ausfallschritte. Oh. Und kriegen natürlich nicht jeden. Aus der Abwehr, klasse gekontert. Oh! Und der leider aus. Ja, genau, der musste kommen. Scharf in die Rückhand. Aber der musste nicht sein. Scharf in die Rückhand. Ja, sehr schön. Und der Seitenwechsel. Hier sieht man genau, was Schnelligkeit im Badminton heißt. Erstens, schnell lesen. Ich muss überhaupt erstmal sehen, was macht denn der Gegner? Wo kommt der Ball überhaupt hin? Zweitens, schnell auf den Beinen. Drittens, extrem schnell mit dem Schläger. Und viertens, dann auch noch ausgab, den zu hauen. Denn ganz clever, Cross zur Rückhand hoch, war der natürlich nicht. Na ja, Cross-Drop. Schafft mir selbst laufweg und was passiert danach? Ja, eben natürlich dem Sprungsmash. Wir sehen es hier wieder. Wunderbar zu erkennen, angeschnittener Ball und der dröselt sich über das Netz. Und gleich noch einer hinterher. 6:9. Meine Güte. Ja, das war wieder so ein kurzer Drop. Und ganz klar zu erkennen, wenn ich da noch aus vollem Lauf im Ausfallschritt hin muss, oh oh, dann wird's schwer. Nach links, der Gegner geht mit nach links und der Ball fällt rechts runter. Das sind die Traumschläge, genau wie dieser hier.
Wir sehen's. Linker Ellbogen weg, rechts vorgezogen. Oh, der ist nicht zu holen. Naja, denn beide sind Badminton-Nationen. In Dänemark sitzt 80% der Bevölkerung am Fernseher. In Indonesien natürlich nicht anders. So, und da sehen Sie jetzt, Tenons verliert. Ist wieder voll im Spiel. Hier sehen wir es. Die Hüfte ist längst vorn. Eieiei. Herrlich. Und Cross. Ui. Mal einen verschärften versucht. Leider etwas vertimt. Oh, und knapp im Aus der Ball. Auch noch drin. Und das war's. So. Der indonesische Coach. Und drüben die beiden in roter Hose und weißer Jacke. Das ist die dänische Trainerbank. Aber sehr gut wieder rausgekommen. Und jetzt aufpassen. Nicht weiter ballern. Oh. Ja. Das war... Und dann noch aus der Perspektive. Ja, ist ja Wahnsinn, dieser Ball. Und dass hier jetzt das Publikum natürlich mitgeht. Aber nochmal an der Stelle eingeschoben. Mein Gott, mein Lieblings. Raus, fünf beide. Klasse Abwehr beim ersten, aber wie gesagt, die Stärke nach hinten springen und hauen kann ja fast jeder Badmintonspieler, muss er können. Aber hier. Hoch, raus und dann. Oh, hier so einer. Und den kann er nicht smashen. Das gibt's doch gar nicht. Da sieht man es deutlich. Aus dieser Perspektive sieht man einfach viel deutlicher, wie das mit der Rennerei aussieht. Was die Bälle tun unterwegs. So ein Ballwechsel, das ist ja ein Wahnsinn. Oh, da hat er Schiss gehabt. Und was passiert? Es kommt zum Elfmeter. Und, oh, und der ist drin. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Ja, da kann er. Auch gut so. Das hält das Spiel spannend. Und das beschert uns noch weitere tolle Bilder. Ja. Klasse, der Sprungsmash. Für den Smash 12-7 für Hidayat. Die Rückhand von Hidayat, wirklich ein Genuss. Wieder der Schnelle. Oh Gott, warum haut er nicht wieder in die Ecke? Oh ja. Aber alle Achtung. Der Einsatz von Taufik Hidayat, das Ding rumzureißen. Klasse Spiel. Ein ganz toller erster Satz von Kenneth Jonassen.